Das ist Bomb. Best of Morgenradio. Ich bin die Frau Anders. Ich nicht. Das ist der Herr Wunderlich. Wir stellen hier unsere Lieblingssendungen vor. Heute bin ich dran mit dem Ausbrecherkönig, der ein Orang-Utan war. Okay, okay. Könnt ihr euch noch an euren ersten Besuch im Zoo erinnern? Ich schon. Ich weiß noch genau, wie ich mich vor dem Löwenkäfig befand und mir dachte, oh mein Gott, der ist ja riesig. Der ist ja viel größer als der schielende Löwe Clarence in Daktari. Und dann hat er auch noch angefangen zu brüllen. Ich habe mich an den Gitter festgekrallt und konnte die ganze Zeit nur auf diesen Löwen starren. Meine Eltern mussten mich mit aller Gewalt mitzerren. So gefesselt war ich. Heute geht's mir im Zoo eher so, dass ich Mitleid mit den vielen Tieren hab. Gerade die großen Raubkatzen, die machen auf mich eher so den Eindruck, als würden sie alle ganz schön darunter leiden. Ja, ist auch nicht schön, eingesperrt zu sein. Und auch die großen Menschenaffen, ehrlich, ich glaube fast, es sollte nicht mehr jeder Zoo Gorillas und Schimpansen und Orang-Utans haben. Könnte man zum Beispiel nicht irgendwie das Ganze aufteilen? Also Hamburg hält die Gorillas artgerecht, Berlin die Schimpansen und meinetwegen München dafür die Orang-Utans. Gerade zu den Orang-Utans gibt es einen Fall aus den USA, der dafür spricht, dass die nicht besonders gerne im Knast sitzen. Da gab es nämlich einen ganz besonderen Menschenaffen und der hieß Ken Allen. Und der war ein echter Ausbrecherkönig. Stellt euch also vor, ihr geht in den Zoo. Nicht in irgendeinen Zoo, sondern in den San Diego Zoo. Und der ist über 1000 Fußballfelder groß. Von der Fläche her der größte Tierpark der Welt. Der ist so groß, dass man Seilbahnen oder elektrische Eisenbahnen braucht oder sogar Segways, um das alles zu sehen. Ein Teil davon ist gestaltet wie ein Zoo bei uns auch. Da kann man sich dann hinsetzen auf eine Parkbank und zum Beispiel Popcorn futtern, wenn man will. Und nun stellt euch vor, ihr sitzt da und macht genau das, als sich auf einmal ein Arm in euer Blickfeld schiebt. Ein behaarter Arm. Ein mit orangenlangen Haaren bewachsener Arm, der sich etwas aus eurem Popcorn-Eimer nimmt und sich das einfach ins Gesicht schiebt. Er hat orange Dreadlocks. Nicht solche Klicken. Der Dieb und schaut dann aus wie ein Orang-Utan. Und er heißt Ken Allen. Und der war gerade ausgebrochen. Und hat sich einfach neben die Besucher auf die Bank gesetzt, um ein bisschen Popcorn abzustauben. Tja, genau so geschah das Ende der 80er. Und es war nicht das erste Mal, dass er ausgebrochen war. Irgendwann kam er immer wieder aus diesem Käfig raus. Ja, und dann streift er einfach friedlich durch den Zoo, schaut sich die anderen Tiere an, schüttelt hier Hände, schüttelt dort Hände und stellt sich mit den Besuchern in Positur für einen Schnappschuss. Tatsächlich. Nach dem dritten Ausflug hat man dann allerdings erst einmal die Mauer um sein Gehege erhöht. Ganze 1,20 Meter Beton stockte man die auf. Das sollte aber nicht reichen. Wenige Wochen später findet man Ken Allen wieder auf einem Rundgang durch das Zoogelände. Dieses Mal vor dem Gehege von Otis, ein anderer Orang-Utan. Das war ein Konkurrent von ihm. Ken Allen wirft von draußen kleine Steine auf ihn. Aber als die Wächter kommen, geht er einfach friedlich mit ihnen mit und lässt sich erneut einsperren. Kein Problem. Er weiß ja den Ausgang. Er war nämlich gar nicht über die Mauer geklettert, er hatte einfach das Schloss geknackt und war direkt durch die Tür gegangen. Darum kommt da nämlich jetzt auch ein zusätzlich großes Vorhängeschloss dran, damit er mit der dicken Kette einfach sicher ist. Doch nach kurzer Zeit später findet Ken in seinem Gehege einen Schraubenzieher, den wohl ein Elektriker vergessen hat, als er die Überwachungskameras aufgestellt hat. Aber was macht Ken Allen? Er wirft ihn ins Nachbargehege, da langweilt sich nämlich gerade ein Orang-Utan-Weibchen und die lässt sich von Ken Allen zeigen, wie sie sein Schloss knackt. Und nachdem
Stundenlang probieren hat es dann irgendwann geklappt und er kann wieder auf Spaziergang gehen. Tja, dieses Mal kommt der Ausbrecherkönig in den Sicherheitstrakt. Während sein Habitat zur richtigen Festung umgebaut wird. Außerhalb des Zoos war Ken Allen mittlerweile total berühmt. Es gab sogar einen Ken Allen Song. Ken Allen, bad Ken Allen, smarter than 100 humans at the San Diego Zoo. Oh, Ken Allen, sad Ken Allen, we wonder if your dream of freedom is ever coming through. Ja. Er wurde ein totaler Hit und es gab sogar auch einen Ken Allen Club, der sogenannte Orang Gang, und es gab natürlich auch Free Ken Allen T-Shirts. Im neuen Käfig gibt es Überwachungskameras, ein Schleusensystem, hohe Mauern, einen Burggraben und einen Elektrozaun. Jeden Tag ist jemand damit beauftragt, Ken zu beobachten. Und es gibt sogar Wärter, die sich als Besucher verkleiden. Inkognito. 2 Jahre braucht Ken, bis der neue Plan feststeht. Er verstopft die Pumpe des Wasserkrams um sein Gehege. Auf dem Graben ist keine Kamera gerichtet. Während er also in die Kamera schaut und lächelt, trocknet im Hintergrund der Graben aus. Dann überquert er den Graben, klettert auf einen Felsen und mit einem großen Sprung hüpft er einfach über die Mauer. Wieder investiert der Zoo $50.000. Aber wieder bricht er aus. Was machen? Man steckt 4 Weibchen zu ihm ins Gehege. Keine gute Idee. Er bringt den anderen beiden davon einfach noch die Chicks bei zum Ausbrechen. Ja, und was machen die dann? Tja, sie machen eine Orang-Utan-Gang. Plötzlich ist das Zoogelände voll mit 4 ausgebrochenen Orang-Utans. Je älter Ken Allen wird, so weniger Interesse hat er am Ausbrechen. Im Jahr 2000 erkrankt er plötzlich an einem Lymphom. Da muss er leider eingeschläfert werden. Auch wegen Ken Allen widmen sich viele Forscher den Orang-Utans. In den 80ern galten sie noch als die doofsten Primaten überhaupt. Einfach weil sie so friedlich sind, diese Menschenaffen. Mittlerweile weiß man, dass Orang-Utans nicht nur die liebenswertesten, sondern auch die intelligentesten der Menschenaffen sind. Sie grübeln, planen lange im Voraus und verstehen ihre Werkzeuge und deren Sinn und bauen selber welche. Wir müssen, glaube ich, noch viel lernen über die Waldmenschen. Das bedeutet nämlich das Wort Orang-Utan. Und es gibt mittlerweile mehr von ihnen in Zoos als in freier Wildbahn. Das ist traurig. Das müssen wir ändern. Und seine Betreuer sagen auch heute noch, wenn man sie fragt, Ken Allen hatte eine richtig gute Zeit. Das ist er übrigens wirklich. Und ich möchte ihnen gern glauben. Ich mag diese Vorstellung von dem Menschenaffen, der nie aufgibt, weil er so gerne durch den Zoo spaziert, um Hände zu schütteln und Popcorn zu klauen. Ken Allen ist für mich ein Held. Ein friedlicher Held. Das ist orangutan.de. Da könnt ihr etwas tun für den Erhalt der Dschungel-Borneos, wo auch Ken Allens Eltern gefangen wurden. Es waren nicht 4. Ah, stimmt, es waren nur 3. Oh, sorry, ja, ich habe mich vertan. Das waren die 2 Damen unter Ken Allen. Genau, einer ist sitzen geblieben im Käfig. Darum gab es auch nur 3 Panzerknacker. Ja, genau, richtig. Die ganze Sendung und noch viel mehr gibt es auf morgenradio.de. Jeden Werktag eine neue Sendung. Das ist ja total langsam, der Teleprompter. Schaut also mal vorbei. Ciao. Ciao, bis bald. Tschüss.